Junger Mann mit dem schönen Namen Cedric, guten Tag. Ja, Jürgen, ich grüße dich. Ja, Cedric. Ich überlege gerade, ist das ein französischer Name, ne? Ja, kann man so sagen. Ja, weswegen rufst du an? Ja, ich habe die Sendung auch geguckt am Donnerstag und am Freitag. Mhm. Und für mich war das auch eine besondere Sendung. Aha, warum? Weil ich die Sendung nicht zu Hause geguckt habe, wie sonst immer, sondern in einem Elektronikmarkt mit zwei anderen Kandidaten. Und wir haben einen Weltrekordversuch gemacht im Dauerfernsehen. Ach, also ihr habt versucht, Dauerfernsehen zu gucken und habt dann dabei auch unsere Sendung gesehen. Ja, also von den drei Kandidaten hat das leider nur ich gemacht, muss ich gestehen. Und so richtig offiziell mit einem Eintrag ins Guinness-Buch, mit genau, Ziel. Genau, also der Rekord ist jetzt am Sonntag zu Ende gegangen. Hm? Und jetzt werden natürlich noch alle möglichen Unterlagen und Kameraaufzeichnungen etc. nach London geschickt, zu Guinness, und die müssen den Rekord offiziell anerkennen. Und wie lange hast du jetzt Fernsehen geguckt an einem Stück? Alle drei Kandidaten, wir haben zusammen 87 Stunden geschafft. Nein, 87 Doch. Stunden? 87 Stunden? Ja, 87 Stunden. Der Rekord war allerdings, muss man sagen, auch ungefähr 86,5 Stunden. Das war zu schlagen. Aber 87 Stunden kann man doch nicht wach sein. Ja, man durfte auch kurz schlafen. Das muss man schon zugeben. Also 5 Minuten Pause pro Stunde durften aufaddiert werden. Wie habt ihr denn gesessen? Wie war das? Beschreibt mal die Situation. Ja, also jeder hat einen eigenen Stuhl. Die wurden auch mal getauscht. Mhm. Und das war im Grunde so ein schöner Stuhl, der zum Ausfahren war. Im Grunde ein Fernsehstuhl, kann man fast sagen. Ein sehr bequemer Stuhl. Ja, man durfte auch tauschen. Ich hatte noch ein Sofa an der Wand. Man durfte sich auch aufstehen, auf dem Sofa rumspringen etc. Also da gab es keine genauen Vorgaben. Ja. Und dann hattest du vor dir jeder hatte einen Fernseher vor sich. Genau, mit SAT-TV, ganz normal, alle Programme, die es so gibt, und durfte auch beliebig umschalten. Ja. Was hast du die meiste Zeit geguckt? Ja, also wenn deine Sendung nicht lief, habe ich gerne natürlich noch Comedy-Serien geguckt. Die halten auch schön wach. Ich sag mal, wer lacht, der schläft nicht. Stimmt, ja. Das ist ja dann hier bei mir manchmal ein bisschen schwieriger, wenn wir traurige Themen haben. Ja, das stimmt. Aber dennoch hast du es geguckt. Aber der tote Punkt ist auch tatsächlich nicht nachts zwischen 1 und 2, weil ich ja auch sozusagen lang Wachbleiber bin, sondern eher morgens, so zwischen 6 und 9. Wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, dann ist man im Grunde dann morgens völlig fertig. Unglaublich. Und du sagst, dass ihr mal so 5 Minuten schlafen durftet. Wie, auf dem Sessel dann oder wie? Nee, da gab es schon so einen, sozusagen einen Schlafraum. Also es war so, wir haben die 5 Minuten Pause am Anfang im Grunde gar nicht genutzt, sondern nur alle 8 Stunden 5 Minuten Pause gemacht. Mhm. Damit wir dann nach 2 Tagen mal 3 Stunden durchschlafen konnten. Ach so, das durfte man schon 3 Stunden dann? Ja, dafür 5 Minuten Pause darf sozusagen angesammelt werden. Man kann die entweder nehmen pro Stunde 5 Minuten Pause oder erstmal nicht nehmen und ansammeln. Ja. Also wir haben dann nach 2 Tagen haben wir 3 Stunden durchgeschlafen, aber danach haben wir im Grunde ungefähr alle 4 Stunden 20 Minuten Pause gemacht, um dann Kurzzeit zu schlafen. Das habe allerdings auch nur ich gemacht. Die anderen Sachen könnten das nicht so Viertelstunde schlafen. Ja, wobei ich hätte es mir auch aufgespart und summiert, weil 5 Minuten ist ja völlig albern, da kann man ja nicht schlafen. Genau, deswegen haben wir 5 Minuten auch am Anfang nur genommen, um mal aufs Klo zu gehen, mal kurz rauszugehen, so alle 8 Stunden. Ja, genau, und man muss ja auch zur Toilette. Campingklo. Ja, es gab auch ein Campingklo. Und wie wird man da wie geht das mit dem Essen? Ja, es gibt da Helfer, die sind im Grunde dafür da. Es gibt Zeugen, die einen ganze Zeit beobachten, dass man wach bleibt. Und dann gibt es Helfer, die einem das Klo reinfahren, die das Essen bringen etc. Ja. Nach 87 Stunden Fernsehen hasst man dann Fernsehen nicht? Ja, schwierig zu sagen. Vielleicht, also manche Serien hasst man schon, die kann man dann irgendwie nicht mehr sehen. Nach der 5. Wiederholung oder nach dem 20. Mal der gleiche Musikclip. Ja, ja. Das ist schon anstrengend, aber allgemein das Fernsehen wird man wohl nicht hassen, nein. Du sagst, der alte Rekord war 86 Stunden, ne? Ungefähr 86,5, genau. Dann habt ihr das ja haarscharf dann überschritten. Aber ich hätte noch ein bisschen Kraft, ein bisschen Reserve wäre noch gewesen wahrscheinlich. Ich spreche gerade ihr habt das überschritten. Das heißt, ihr habt das zu dritt habt ihr diesen Rekordversuch versucht. Genau, deswegen haben wir, angedacht waren 5 Teilnehmer, leider haben 2 Stück vorher abgesagt, krankheitsbedingt. Mhm. Und alle 3 sind zusammen gestartet und wir haben uns halt vorgenommen, wenn sozusagen jemand nicht mehr kann, dass wir dann zusammen aufhören. Ach so. Weil wenn wir jetzt noch weitergemacht hätten, wären 2 Leute dann rausgefallen, weil dann hätte einer den Rekord vielleicht gehabt mit 88 Stunden und die anderen hätten dann vielleicht auch 87 gehabt, aber hätten dann keinen Rekord bekommen. Ja, aber das Ding wäre weitergegangen, wenn 2 ausgefallen wären, wär der Rekordversuch weitergegangen, ne? Genau, wir hätten auch einfach eine Person weitermachen können, weil beliebig bis 100 Stunden hoch. Warum, Cedric, warum macht man sowas? Ja, als ich damals gefunden habe im Guinness-Buch den Rekord, da war der Rekord, da muss man sagen, nur bei 50 Stunden. Mhm. Da kam dann die Idee hoch, 50 Stunden, im Grunde 50 Stunden traue ich auch vielen Leuten zu. Ich glaube, das würden auch viele Zuschauer noch sagen, dass sie da noch dabei sind. Mhm.
Ja, und dann hat das die Idee entstanden, ein bisschen verrückte Idee, war was, ja, mal eine Herausforderung. Und dann habe ich den Veranstalter getroffen, herausgefunden, dass er das anbietet als Weltrekordversuch. Ja. Dann dachte ich mir, das war eine Herausforderung für mich, die mal angegangen werden sollte. Also wie ein sportliches Event quasi. Genau, man könnte es im Grunde als Powersitzen oder ähnliches bezeichnen. Kriegt man eigentlich dafür Geld, wenn man sowas gewonnen hat? Also bei manchen Veranstaltungen gab es mal Geld. Also es gab zum Beispiel mal so einen Simpsons-Marathon. Ja. Der wurde von Fox in den USA veranstaltet. Da gab es, glaube ich, mal $10,000. Ja. Allerdings gab es hier kein Geld. Das war alles für einen guten Zweck und wurde alles gespendet und kein Teilnehmer oder Helfer hat irgendetwas bekommen. Also hast du im Prinzip nichts davon? Ja, außer den Eintrag im Guinness-Buch und das Selbstvertrauen, dass ich es geschafft habe. Ja, der Eintrag kann ja dann nächstes Jahr schon wieder gebrochen werden, der Rekord. Ich trete auch gern nochmal an. Aber wenn man, ich fasse das immer noch nicht, wenn man so lange vor der Glotze sitzt, dann muss man doch völlig blöd werden und gaga drauf. Ja, das stimmt. Also manche, es gab da schon körperliche Beschwerden. Also bei mir ging es noch vergleichsweise. Es gab nur so ein bisschen Tunnelblick und so ein bisschen so Orientierungslosigkeit. Teilweise dachte ich so, wo ich denn gerade bin. Mhm. Andere Teilnehmer hatten auch schon Halluzinationen. Eine Kollege sagt, er hätte eine Wendeltreppe vor dem Fernseher gesehen. Mhm. Da wären schon die ersten Tiere aufgekommen, also das ist schon schlimm. Ist man nicht versucht, dann woanders hinzugucken und gar nicht mehr auf die Mattscheibe? Nee, eine Teilnehmerin war versucht, einfach wegzugehen, weil sie gar nicht mehr realisiert hat, dass sie überhaupt den Rekord macht. Da wollte sie fast schon weggehen, da musste sie schon zurückgerufen werden, dass sie bloß sitzen bleibt. Und wie wird das überwacht? Von einem Notar oder wie geht das? Nee, also es gibt eine Videokamera, die im Grunde die ganze Zeit durchlaufen muss, um das an Guinness zu schicken. Und es gibt pro Kandidat ein Zeugen, der direkt neben dem Fernseher sitzt und immer den Kandidaten direkt beobachtet. Der wechselt allerdings alle 2 Stunden. Ah ja. So, jetzt die Frage nach einer 87 Stunden Fernsehen hintereinander. Was war die ätzendste Sendung und was war die tollste Sendung? Wir nehmen unsere Sendung mal aus, dann fühlst du dich jetzt gar nicht verpflichtet, hierzu was zu sagen. Was war ätzend und was war richtig toll? Also was ich toll fand, war natürlich der James-Bond-Film am Ende. Aha. Das war auch sehr lustig, weil der Bond-Film war um 14:45 zu Ende und der Rekord um 2. Da wollte ich fast schon allen sagen, Leute, Viertelstunde muss er noch gehen. Der Film ist doch noch gar nicht zu Ende. Da warst du wirklich noch dabei in der letzten Phase und hättest gerne noch zu Ende geguckt. Genau, ja. Das ist ja toll. Also James Bond war Highlight und was war extrem ätzend? Extrem ätzend war zum Beispiel, wenn einfach gar nichts lief, dann hat man so ein bisschen auf Musik geschaltet. Ja, aber es läuft ja immer was im Fernsehen. Ja, nichts Gutes. Also dann im Grunde schaltet man so ein bisschen auf Musik, um vielleicht dann auch mal so ein bisschen so in den Wachmodus zu kommen. Mhm. Und dann läuft immer das Gleiche. Im Grunde läuft dieses selbe Lied, habe ich, glaube ich, in der Zeit jetzt 10-mal das gleiche Lied gesehen. Da konnte ich irgendwann schon gar nicht mehr hinschalten. Gab es denn bestimmte Programme oder Sender, die du bevorzugt hast? Ja, also Comedy Central zum Beispiel, muss man sagen, immerhin bieten sie mal so ein bisschen Comedy auch nachts noch was Gutes. Während er dann teilweise nur die ganze Zeit nur Gerichtsshows wiederholt werden und die ganzen Serie vom Vormittag, die man im Grunde gar nicht so wirklich so sehen möchte. Gruselig, ja. Wurde auch ARD und ZDF geguckt? Ich überlege gerade, James Bond lief auf ZDF. Bei WDR lief, habe ich, glaube ich, nur deine Sendung geschaut. Ja. Das ehrt uns. Fällt mir nicht so viel ein. Nachrichten natürlich ab und zu mal. Ja. Muss ich überlegen. Fällt mir nicht viel ein gerade. So, also können wir gratulieren. Ich spreche gerade mit einem Weltrekordler. Genau. Ne? 87 Stunden Fernsehen hintereinander. Und wenn dieser Rekord jetzt gebrochen wird, wirst du vielleicht bereit, nochmal anzutreten und die 90 Stunden voll zu machen. Das traue ich mir auf jeden Fall noch zu. Was machst du sonst so im Leben? Ja, ich bin Student. Und was studierst du? Ich studiere Mathe. Mathe? So wie. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Ja, ist doch ganz anderes. Ich höre auch gerne den Satz, Studenten, die haben ja eh nichts anderes zu tun, als Fernsehen zu gucken. Da muss ich allerdings widersprechen. Also, weil das Studieren ist schon sehr anstrengend. Ja, ja. Machst du das aufs Lehramt? Auf Lehramt? Moment, auf Lehramt, genau. Ja. Der Mathematiker Cedric war Gast bei mir. Ich danke dir für deinen Anruf und Gratulation nochmal, dass ihr es geschafft habt. Ja, was ich gerne noch sagen wollte, ist allen Helfern, ich weiß, dass eigentlich keiner gegrüßt werden darf, aber den Helfern, die das ehrenamtlich gemacht haben, und da ihre Zeit geopfert haben und auch alle nichts bekommen haben. Und unserem Ehepaar von Haaren, die das in ihrem Elektronikmarkt veranstaltet haben. Und da wirklich, ich glaube, viel mehr Vorbereitung als alle anderen Leute, über 100 Tage alles organisiert haben. Den gebührt, finde ich, aller Dank, dass sie das unehrennützig gemacht haben. Okay. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Eine Frage. Das war eine super Verpflegung, alles top. Ja, eine Frage noch an dich. Ja, gerne. Das ist immer so ein dubioser Begriff für mich, das Guinness-Buch der Rekorde. Gibt es das als reales Buch auch gedruckt?
Genau, das wird jedes Jahr, wird das sozusagen in jedem Land rausgegeben und die Redaktion von Guinness entscheidet dann, wer reinkommt und wer nicht. Also sind bei Weitem nicht alle Rekorde im Buch und es gibt auch keine Garantie, dass wir im Buch erscheinen, leider. Ach so, na, das ist ja blöd. Ja, das ist ja aber es gibt eine Urkunde, wenn man es geschafft hat. Die kann man dann zu Hause aufhängen und dann alle zeigen, wenn glauben sie es. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich so einen Schinken dann kaufen und zu Hause hinstellen? Ja, ich habe auch nur eine Ausgabe, es erscheint jedes Jahr, das ist etwas überflüssig wahrscheinlich. Aber man kann nur eins hinstellen, da stehen auch ganz lustige Sachen drin. Ja, das glaube ich. Was kostet das? Das weiß ich gar nicht auswendig, vielleicht um die 20 Euro. Ja. Cedric, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, hab mich sehr gefreut. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1:06 Uhr.